Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf CornHub. Giants hat einen Haufen neuer Mods rausgekommen, beziehungsweise neue Mods auf ModHub rausgeklatscht. Die sind nicht mal alle unbedingt von Giants. Aber wir schauen uns hier den ersten Mod darüber an. Und das ist der Brandner TA23071 direkt von Giants. Ein Trailer ist das, ein Wagen mit einer interessanten Konfiguration. Aber erstmal hier, Standard-Setup. Hat er 34.000 Liter Volumen, 20 Stundenkilometer maximale Fahrtgeschwindigkeit. Was ja schon mal komisch ist für einen Trailer. Kostet 44.000 in der Anschaffung oder 2.244 im Leasing. Wir können die Konfiguration ändern. Wir können den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Ja, wir gehen erstmal auf die Reifenhersteller. Da haben wir einmal Michelin, Trelleborg. Und da haben wir Standard- und Breitreifen jeweils der jeweiligen Hersteller. Als Konfiguration ist hier die interessante Geschichte. Plus 20.000 mehr kriegen wir einen Miststreuer. Da haben wir dann eine Kapazität von 25.000 Litern und 20 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit. Und da ergibt das Ganze dann auch schon in Sinn. Auf jeden Fall eine sehr schnieke Sache. Habe ich so noch nicht gesehen, dass man einfach mal so zack und dann zack. Ne? Einfach mal einen Miststreuer draus machen kann mit Welle und allem, was halt so dran, was da halt so dazugehört. Also befinden wir uns dann aber schon im Rahmen von 64.000 Euro. Also auch kein billiger Miststreuer. Sollte man immer beachten. Ja, ansonsten ist das alles in dem Fall Giants Standard. Wie man es eben kennt, Texturenqualität, Lockfehlerfreiheit, alles soweit ganz schnieke, beziehungsweise ohne Probleme. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze beim Beladen und Entladen aussieht. Da habe ich hier mal was vorbereitet. Man kennt ihn. Indem wir einfach mal hier unten drunter eimeln. Und da mal ein bisschen Weizen mit reinfüllen lassen. So, einmal bitte. Wie da die Verteilung ist, ob da nichts rausglitschen tut. Aber das sieht soweit ja ganz ordentlich aus schon mal. 34 sollen reinpassen. Ja, sieht soweit noch gut aus. Kommt zwar jetzt hier an der Decke, also schon am Rand dran. Füllt es aber dafür links und rechts weiter aus. Na gut, 34 passt. Ja, gerade so, würde ich sagen. Aber auch wirklich gerade so. Fahreigenschaften, bis dato jetzt auch im Test gewesen. Das Übliche, sollte ein Trailer hinten, ein Traktor vorne dranhängen, der eine gewisse Leistung hat oder halt Gegengewicht hat, je nachdem. Und auch hier beim Abkippen haben wir nur die Möglichkeit nach hinten. Das sieht soweit auch schnieke aus. Ihr seht, das drückt von vorne nach hinten durch. Das passt auch. Blitzt zwar da ein bisschen durch, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber passt. Zack, geht wieder zurück, geht wieder zu. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schnieke Sache. Und mehr gibt es dazu, in dem Fall auch noch nicht mehr zu sagen. Wenn ihr euch das Ganze downloaden wollt, Link ist in der Videobeschreibung, inklusive kleine Bewertung. Wie immer, und sorry, dass meine Stimme hier so halbwegs abgekackt ist, wird sich demnächst hoffentlich bessern. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Däumchen da lassen nicht vergessen und beim nächsten Video wieder reinschauen. Bis dann, tschüdelü.